Chalvert bastelt, näht und konstruiert. Heute ein Marktstandzelt. Ich habe einen Entwurf gezeichnet. Wir reden hier von einem rechtwinkligen Dreieck. Die Höhe hier an der Seitenwand, also quasi B-Quadrat oder die B-Seite im Satz des Pythagoras, sind 2 Meter, weil die Zeltstangen so hoch sind. Hier seht ihr den rechten Winkel. Den Winkel wollte ich ausrechnen und das Ergebnis waren am Ende 2,50 Meter. Ganz ehrlich, ich habe vergessen, was ich gerechnet habe. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Wichtig war mir, dass mein Tisch da reinpasst. Die untere Seite, also die A, ergibt sich durch die Breite des Segeltuchs. Das waren nämlich 1,60 Meter. Dann habe ich noch 30 Meter Abspannseil gekauft, 10 Seilspanner, 40 Stangen, 20 Heringe, 2 Kleiderhaken, 50 Meter Einfassband und ich habe insgesamt 22 Euro Porto bezahlt. Das macht rund 260 Euro. Zuerst habe ich den Rücken und das Vordach abgezeichnet. Das sind ein bisschen mehr als diese 2,50 Meter plus 2 Meter gewesen. So ungefähr 4,70 Meter hätte ich rechnen sollen, habe ich nicht gemacht, musste ich hinterher dran nähen. Naja, dann seht ihr hier, wie ich die Seitenwände zuschneide. Da ein bisschen falten und ein bisschen rechnen. Das werden dann hinterher eben die an die 2,50 Meter Diagonale, unten die vollen 1,60 und oben ein bisschen mehr als 2 Meter, weil die Seite war was länger. Das war Absicht, weil die sollte ja drüber gehen. Wie ihr seht, hilft Mehrung ja immer ganz ausgesprochen vorsichtig. Das muss man auch mal dokumentieren. Und sie hält den Stoff immer wirklich gut fest. Das ist die Seite. So soll das am Ende mal aussehen. Gucken, ob ich auch wirklich richtig gerechnet habe und alles sauber ist. Dann möchte ich Zatteln vorne am Zelt. Die hätte ich rückwirkend betrachtet ein bisschen größer machen können. Erstmal begradige ich den Stoff, damit das alles schön sauber ist. Mit der Zickzackschere, damit es nicht so doll ausfranst. Und dann übertrage ich das über die Hälfte einmal auf den Stoff. Wie gesagt, heute würde ich es wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Dann schneiden wir das Ganze aus. Immer weiter mit der Zickzackschere. Und dann haben wir 1,60 Meter Zatteln. Wunderschön. Damit die bei der ganzen Arbeit wirklich nicht aufgehen, habe ich die umsäumt. Das ist eine eklige Arbeit, ich sag's euch. Will keiner. Und den ganzen Rest habe ich auch nochmal umsäumt. Also die Seitenwände, die ja sehr viel offene Seiten hatten. Einfach mit dem normalen Zickzackstrich entlang und dann geht das schon. So, dann die Vordernaht begradigen für den Teil, der hinterher mal Vordach und Verschluss wird, damit wir auch wirklich eine echt gerade Seite haben. Hier seht ihr, da entsteht am Ende eine Menge Verschnitt. Ungefähr das musste ich hinten wieder dran nähen. Naja, ich weiß aber nicht, wie ich das besser gemacht hätte. Dann wollen wir eine Kappnaht machen. Dazu lassen wir hier ein Stück Versatz. Ihr seht das hier. Bei einer Kappnaht wird die eine Naht über die andere geschlagen und dann vernäht. Normalerweise kann man die beide gleich lang machen und dann einfach die Hälfte bei der einen Sache abschneiden. Da ich kein Material verlieren wollte, habe ich das so gemacht. An der Linie entlang zeichnen, das ist auch die erste und einzige Naht jetzt hier in dem Zusammenhang. Und dann wollen wir das so umschlagen und am Ende drüber schlagen und dann wird das vernäht. Das ist das Ziel. Also ran an die Bügeleisensache, weil sonst wird man wahnsinnig. Mit dem Bügeln geht aber gut und Segeltuch riecht erstaunlich lecker, wenn man es bügelt. Aber so als Side-Effekt. Genau, schön drüber bügeln, gucken, dass man sauber die Nähte mit rein hat, weil hinterher freut man sich nicht, wenn man an der Nähmaschine sitzt und da eine Falte drin hat. So sieht das dann am Ende aus. Unglücklicherweise, das hier ist hinterher die Vorderseite, habe ich es, nein, das ist die Rückseite, ich habe es falsch rum gemacht, genau. Hier entlang nähen. Also Kappnähte an sich sind einfach, wenn man erstmal verstanden hat, in welche Richtung man was wendet. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch keine Formel dafür. Im Wesentlichen einfach ausprobieren und dann wird das schon. Jetzt muss ich die Position der Mittelstangen rechnen. Ich will ja auf jeden Fall, dass sie 2 Meter zum Boden runtergehen. Und dann muss ja dann noch das Loch für die Stange rein. Der Strich ist 2 Meter, das heißt, die Stange muss dahinter rein, weil die 2 Meter will ich ja auf jeden Fall haben. Ich habe jetzt ungefähr 6 cm ausgerechnet, da wo ich hinterher das Loch hin haben will. So, grob, ganz grob. Verstärken werde ich das mit einem Ring.
Dann übertragen wir das auf die anderen Seite per Lade. Ich habe das nämlich doppelt geschlagen. Und jetzt mache ich die Stangenlöcher. Zwei vorne und zwei in der Mitte. Ich habe hier diese kleinen Schutzteile mitgemacht. Die pinne ich fest. Man kann es auch vorher anzeichnen. Dann zeichne ich mir in die Mitte einen Kreis, der so groß sein muss, wie meine Stange dick ist, plus 2 mm, weil ich habe hier so einen Nahtversatz, ne? Dann umnähen wir das. Ich in meinem Fall habe mir Holzstangen gekauft. Die waren knappe 4 cm sind die im Durchmesser. Und die oberen Teile sind in etwa 2,1 cm. Das ist so ganz grob. Vorsichtig, damit man nicht durch die Naht geht, ausschneiden. Das kann man mit der Schere machen oder wie ich hier mit dem Cutter. Auf jeden Fall sorgfältig. Und dann kann man das so durchknuddeln. Einfacher geht's, wenn man jede Ecke einzeln schiebt. Naja, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Also den Ring da durchfiddeln und von Hand, Freunde, von Hand. Steppstich, ganz einfach. Immer nur hoch und runter. Kann man zweimal rummachen, wenn man sich sicherer fühlt. Ich habe die äußeren Teile nur einmal rumgemacht. Die Mittelstangen haben die Naht zweimal rum. Hier den Knoten, so bei der Mittelstange, also das gleiche nochmal, Loch rein und am Ende sieht das so aus. Na, jetzt müssen wir uns ja nicht doppelt angucken. Das also insgesamt viermal. Wenn das fertig ist, können wir die Seitenwände anstecken. Erstmal die eine. Naja, und bis man 2,50 Meter gesteckt hat, das dauert ein bisschen. Das will aber wirklich gut gesteckt sein, weil sonst wird man bekloppt. Das ist einfach zu viel Material, das kriegst du sonst nicht gehandelt. Dann die Naht runter, hier vorsichtig am Stangenteil vorbei. Und dann klappt man das um und dann sieht das am Ende so aus. Auch das wird selbstverständlich wieder gebügelt, weil sonst hat man da keine Freude mit. Und hier schleift man jetzt das ganze Zelt mit. Das ist so unglaublich viel Stoff. Das ist so wahnsinnig viel Material. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Hier mal, es ist zwar dauernd beim Kopf im Bild, aber damit ihr mal seht, wie viel Meter Stoff das einfach ist, mit was für einer Fläche man da hantiert. Und dann wieder entlang der Naht. Ich nehme dazu so ein Füßchen, wo man ganz knappkantig nähen kann. Der hier ganz knapp entlang und vorsichtig über die Hubbel. Wenn ihr meine rechte Hand nicht seht, bin ich meistens damit am Rad und drehe die Nadel manuell, damit sie nicht zu doll geht. Versäumen, fertig. Dann drehen wir das ganze Ding um. Wieder den ganzen Hudelstoff. Und dann das Ganze nochmal, und zwar den übergefalzten Teil festnähen. Wieder über den dicken Hubbel drüber. Und die ganzen 2,50 Meter wieder zurück. In diesem Fall übrigens habe ich die Seite auf das Dach gelegt quasi, damit es hinterher runterhängt. Also den Teil kann ich euch sagen, so hat das funktioniert, aber ansonsten bin ich auch überfragt. Dann noch hier einmal außenrum festgemacht und als alles zusammen war und einmal quer durchs Wohnzimmer, sah der Rücken so aus. Das ist nur der Rücken. Jetzt mache ich die untere Kante, wo ich was dran nähen musste, das habe ich nicht gefilmt. Dann habe ich die Seiten mit diesem Bändchen hier eingefasst. Erst an der einen Seite entlang nähen. Ganz normal entlang der Kante. Da ist auch nichts Besonderes dabei, damit das hinterher nicht ausfranst. Umschlagen. Festnähen. Dann einfach drum schlagen. Andere Seite festnähen. Man kann auch, wenn man eins besitzt, ein Schreckband oder ein Nahtbandfüßchen benutzen und einfach direkt außenrum machen. Jedem wie ihm beliebt. Man kann auch richtiges Schrägband nehmen, selbstverständlich, oder einfach normal umnähen. Um die Schlaufen zu machen, habe ich das gleiche Band doppelt gelegt und aufeinander festgenäht, damit es einfach stabiler ist. Ich denke, dass das auch einzeln hält, aber zu zweit ist besser. Schlaufen, ganz klassisch, und dann an jeder Ecke, also an den Rücken drei Stück unten,
an die vordere Seite unten jeweils und oben, da wo die Stange hinkommt, wobei es über das Loch für die Mittelstange muss und neben das Loch für die Dachstange. Das kann ich euch gleich nochmal besser zeigen, wenn das Zelt steht, beziehungsweise da kann man das sehen. Ich nähe das fest, ich nenne es das Haus vom Nikolausstich. Man näht einmal im Viereck außenrum und dann schräg durch, also im X durch. Und hier, wie ihr seht, kann ich richtig festziehen. 9 Stück habe ich davon gemacht und alle festgenäht. Und dann wollten ja die Zetteln auch noch eingefasst werden. Ich habe sehr lange überlegt, aber am Ende ist es dann doch eine Handnaht geworden. Und 1,60 Meter gezaddelt. Wir haben 2 Spielfilme gebraucht. Ganz furchtbar. Zum Schluss will man das Zelt ja auch noch zumachen können. Dazu habe ich im Abstand von knappen 60 cm für die großen Seitenwandösen, also beziehungsweise ich mache Schlaufenbänder, und dann nochmal in 20 cm Abständen die kleinen. Hier das große sind 2 Handspannen, davon 6 Stück. Und dann habe ich nochmal kleine 20 Stück gemacht, da die Seiten einfach schnell umnähen, damit die mir nicht ausfransen. Und dann für die Schlaufenbänder, also mit denen das Ding zugemacht wird, knapp dran und dann einfach wieder mit dem Nikolausstich. Ich müsste mir überlegen, wie das Ding heißt. Kann mir jemand sagen, wie das Ding heißt? Wieder dran gemacht. Für das Stangenband, das kommt innen rein, einfach doppelt. Dann habe ich da 3-mal drüber genäht. Und damit kann man dann die Stange dran festbinden. Da drüber kommt auch immer ein Schlaufenband, weil das muss ja auch trotzdem miteinander verbunden werden. Und mit diesen Schleifchen ist es dann fertig. Und endlich kann ich es aufstellen. So, was soll ich sagen? Es steht. Ich habe den Felltest gefelltestet. Und mein kleiner, wunderbarer Marktstand steht. So ganz unüblicherweise mal mit direkt Live-Ton und wackeliger Kamera. Wir haben hier unten einen Hering drin und da unten, ich habe keine 3-Punkt-Spannung gebraucht, sondern nur 2. Das heißt, ich habe einen hier in der Öse, die ich genäht habe, könnt ihr sehen, und eins hängt über der Stange. Wir müssen noch gucken, wie das hinterher läuft, wenn dann wirklich lange Wind und Wetter drauf kommt. Hinten die Plane ist Ende, Mitte und hinten nochmal mit Heringen befestigt. Sollte sich rausstellen, dass Wind und Wetter der Last zu viel sind, kommt hier nochmal eine Schlaufe rein, dann ziehen wir zurück. Aber aktuell sieht es nicht so aus, als würde man das brauchen. Ja, Holzspanne. Da kann ich euch, glaube ich, bei Gelegenheit nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Es ist alles sehr unprofessionell. Ja, im wunderschönen Kölner Grüngürtel kann man sowas aufbauen. Hier drin ist mehr Platz, als man denkt. Also ich kann, ich versuche das mal zu zeigen, Sekunde. Wenn ich hier drin stehe, das sind halt 2 Meter, da ist noch massig Platz. Ich kann mich hier voll drunter stellen. Also wenn es jetzt stürmt, wird man eh nicht hier drin stehen, aber das funktioniert relativ gut. Und ich habe also schon vergleichsweise Armfreiheit. Das geht. Und in diesem kleinen Vorplatz hier kann ich hervorragend arbeiten. Also hier so. Verzeihung. Auf dem Boden. Das sind ja 2 Meter mal 1,60 Grundfläche. Plus noch im Zelt. Ja. Soweit zum Aufgebauten. Und so sieht der kleine Freund im Gute-Nacht-Zustand aus. Der ist jetzt natürlich noch nicht zugeschnürt, weil ich die Schnürung noch nicht dran habe. Aber das ist mein Zelt.